könnte der sein? Irgendwo hier muss doch irgendwas zum Verkaufen sein. Was ist denn das? Was? Auch Sperrungstein. Das möchte ich nicht haben. General? Das sind eher Neverwinter-Wachen. Muss irgendwo Verkaufsviertel geben. Was haben wir denn hier? Aufladungsagenten. Geschäft ist leer. Irgendwo einfordern? Nee, danke. So. Feldwebel Nox. Sind wir hier wieder zurück? Halle der Gerechtigkeit. Östlicher Hof. Schön. So eine Quest brauche ich. Möchte ich nicht annehmen. Wir haben schon so viele Quests jetzt. Ne? So, mal runterlaufen hier. Muss auch irgendwo einer sein. Ist das sowas wie eine Verkaufsgasse oder sowas? Verkaufsviertel, Händlerviertel, irgendwo was muss es doch was geben hier. Ein lilaner Baum, boah, das sieht immer geil aus. Nicht schlecht. Jetzt kommen wir schon probieren. Was ist denn hier los? Okay. Aber das hat was. Der sieht echt gut aus. Der hat was auf jeden Fall. Der sieht echt nicht schlecht aus. Trotzdem habe ich noch keinen Händler gefunden. Tut mir echt leid, wenn ich euch damit langweile jetzt, ne? Und das langweilig wird hier in dem Let's Play gerade. Aber wir brauchen ja mal Händler. Ah. Drückt gleichzeitig auf die L1 und die Oben-Taste, um die sieben Sonnen auf eurer Karte zu finden. Aha. Die sieben Sonnen auf unserer Karte, aber möchtest du nicht machen? Ich brauche einen Händler immer noch. Wundersamer Bazar. Habt ihr Astraldiamanten? Ah, hier ist doch Laden. Da haben wir doch schon mal was. Ob sie das mal verkaufen. So. R1. Ich möchte das verkaufen gerne da oben. Warum kann ich das nicht verkaufen? Hier Laden? R1. Okay. Geht gar nicht, man kann ja gar nichts verkaufen. Mhm. Dann gehen wir mal zu dem hier hin. Es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Okay. Sieht merkwürdig aus. Was haben wir denn hier? Marktklasse 7 Sonnen. Handelsbarrenhändler. Na dann. Au, 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 au. Verbrauchsgüter. Ausrüstung. Taktischer Magier, Zeichen, Waffenkämpfer. Wieso können wir hier nichts mehr verkaufen eigentlich? Schon komisch. Schau mal, kann man mit denen nichts verkaufen, nur kaufen. Aber ist ja komisch, wenn hier keine Händler irgendwo sind. Hier sieht es so aus wie ein Händler, oder? Was haben wir denn hier? Utensilienhändler, na dann. Jetzt aber. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. So. Jetzt aber. Und zwar. Verkaufen. Das hier auch. Das da auch. Tragbarer Altar, den brauchen wir noch. Ja, beides weg. Das alte Schwert kann auch weg. Ach, das kann auch mal weg. Das hier, geschnitzte Elfenbeinfigur, kann auch weg. Was ist das hier? 16 Verteidigung. Und auch 16 Verteidigung. Stufe 9. Stufe 9. Schützende Propete, das ist beides das gleiche. Okay, ja, eins von beiden können wir verkaufen. So, da haben wir das auch schon mal. Aber irgendwie... nicht ein Hexenmeister. Ist noch nichts für uns hier irgendwie. Was ist da hier einer feiner? Schlachtenheiltränke. Okay. Die verkaufen bestimmt. Ja. So ist richtig.
Tränke ist immer gut. Schwacher Heiltrank, schwacher Heiltrank. Nehmen wir den hier mal. Verkaufen wir uns mal gleich. Wie viel haben wir? 30 Silber haben wir. Holen wir uns mal 10 Stück, jetzt haben wir 10 Silber. So. Haben wir jetzt, ja, jetzt haben wir genug Heiltränke. Sollte reichen. Und jetzt gucken wir mal. Wie es hier weitergeht. Da ist doch hier was. Berufsmaterialien. Benötigt ihr etwas? Laden. Hab ich gerade richtig gesehen, dass sie Shield? Oder ist das einfach bloß ein merkwürdiger Grafikfehler? Okay. Komisch. Ressourcen. Nee. Ressourcen? Ja. Also bei der kann man, das muss man uns merken, hier kann man Materialien kaufen. Das ist schon mal wichtig. Was haben wir hier? Abenteuer Siehändler. Allgemeine Waren einsehen. Ausrüstung von meiner Klassen einsehen. Okay, das sieht eher aus wie PvP oder sowas, weil von Stufen besetzt. Account gebunden. Okay, ja, das ist dann. Nee, muss nicht sein. So, was haben wir hier noch? Da oben steht auch wer. Des Beschützers brauchen wir nicht. Hier sind auch noch mal Händler. Oh, Waffenhändler. Das klingt doch mal gut. Aber wir haben schon ein neues Schwert. Und so ist es besser. So, dann haben wir hier bestimmt Rüstungshändler. Bräuchte nämlich mal ein bisschen mehr Rüstung, glaube ich. Was haben wir hier? Abenteuerschienen. Verteilung Bewegung. Was haben die? Stammesbeinschienen. Verteilung Bewegung. 2044, ja, hallo. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt doch schon mal alles sehr gut hier. Allgemeine Rüstung. Ja, da sind wir lange noch nicht. Okay. Hier ist eine Rüstung, das haben wir auch schon mal gefunden. Das klingt super. Schmuckhändler. Tödliches Amulett. Kritische Treffer. Kraft 13. Das klingt doch mal gut. Kritische Treffer wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? 13 Kraft für 2 und Waffenkämpfer. Das auch. Kaufen wir uns einfach mal das da. Weil das, was wir eben gerade hatten oder angelegt haben, das ist nicht so gut wie das, was wir jetzt gekauft haben. So, und zwar das da ausrüsten. Sortieren wir mal die ganze Kiste hier. So, jetzt fangen wir mal an mit der ersten Aufgabe hier. Ich weiß nicht, wo uns hinführt. Schauen wir einfach mal. Hier geht ganz schön die Post ab. Hallo, was machst du mit dem... Das wie ein Dino. Alles klar, mit Dinosauriern rennen hier rum. Wir haben bloß einen Käfer. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinlaufen müssen. Gibt es auch irgendwie eine Karte, irgendwas? Tagebuch, Quest, Tagebuch, da, Tagebuch. Die Seeherrin, Nestteil, Problem im Turmviertel. Allgemein. Okay, Questoption. Dann folgen wir erstmal der hier. Die Seherin. Mit Sibylle im Gewölbe unter der Halle Gerechtigkeit sprechen. Also bloß eine. So super. Tun wir das mal. Mit Sibylle. Wo ist sie denn? In den Gewölben der unteren Hallen der Gerechtigkeit. Weil ich sagen, unterrum laufen wir hoch. Soll ich hier runterschicken bestimmt. Ach, das ist da hinten drin. Dann laufen wir doch mal rein. Ja, jetzt lass mich halt auch rein, ne? Dankeschön.
So. Da ist er schon, Sibylla. Tatsinn. Haben wir die vorhin schon mal gerettet? Irgendwie, das war doch die, die wir gerettet haben schon mal. Die nette Dame hier mit den ganzen anderen zum Anfang. Die spricht doch nicht mit uns. Okay, weiter. Ah, Quest abgeschlossen. Die Seeherrin. Das ist gleich mal die nächste Aufgabe für uns. Große Taten. Ich sehe große Dinge für eure Zukunft voraus. Ah, okay. Annehmen. Ach, und die ist sogar ein Händler. Sieht zumindest so aus, aber irgendwie auch nicht. Sie will das Chronik ansehen. Okay, laufen wir zurück. Gewölbe verlassen. Ey, jetzt quatschen, das ist ja hier ein Spießrutenlauf. Mensch, 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 Mensch. Noch immer raucht und bebt das Gestein des Mount Hotno. Der bebt halt. So, und jetzt? Von da kommen wir doch gerade erst. Wir kommen doch gerade von da erst. Okay. Wieder reinlaufen, oder wie? Ey, das war jetzt aber mal ziemlich verbuggt. Ach, wir sind falsch. Ach so, ich hätte bloß lesen müssen hier. Ah, okay. Okay. Die Chronik der Schwertkünste ist eine Auflistung von heroischen Taten und Kampagnen, die euer Held in Neverwinter in Angriff nehmen kann. Okay. Chronik der Schwertkünste. Ach, das ist Kampagnen, okay. Turmviertel, Orden des dritten Auges. Ach, das gehört allgemein dazu. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Alles erst noch freispielen hier. Bis Stufe, was geht das? Stufe 70. Okay. Na, da waren wir ja gerade. Turmviertel, Rückkehr der Krone haben wir jetzt ja gemacht. Eigentlich. Handwerksersatz des Anfängers. Okay. Ja, und das sieht doch mal gut aus hier. Haben wir eine Menge zu tun. Ja, dann würde ich sagen, ich sehe nämlich die Zeit ist wieder rum. Dann würde ich ja mal sagen, dass wir im nächsten Teil uns mal auf die Suche machen nach den ganzen Quests, die wir haben, die große Taten und so. Und Probleme im Turmviertel haben wir auch noch mit Feldwebel Creed. Müssen wir ein bisschen was machen da. Und ich glaube, denn wenn wir mal hier diese Chroniken machen, weil das ist ja alles Kampagne, dass wir so einen größten Teil Kampagne machen und nebenbei noch so einen Nebenquest halt. Weil das ist ja Kampagne hier. Dass wir die machen. Und dann nebenbei halt immer so ein paar Kleinigkeiten. Weil es ja die Geschichte von Neverwinter und die wollen wir ja schon machen. Oder Leute? Also, ich hoffe, es hat euch das Video sehr gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, knallt den Daumen nach oben, bis er blau wird, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao Leute, euer Woogie bei Neverwinter Online.